Los geht also, ich gehe direkt rein. Hier in Ägypten als Araber wissen wir alle, ja, lass uns ein bisschen über das Spiel gegen Saudi-Arabien und den Achtersieg reden. Also solche unkonventionelle Ergebnisse im Fußball, die wir normalerweise von den Deutschen sehen, sehen wir selten. Weil wir wollten nur wissen, ist es die Mentalität der Unersetzlichkeit oder des Verlangens nach mehr, immer aus der deutschen Mannschaft? Ich glaube, vorneweg muss man sagen, zu der Weltmeisterschaft 2002, wir wussten selber nicht, wo wir stehen. Und haben uns schon irgendwo was ausgerechnet, gerade gegen Saudi-Arabien auch zu gewinnen, dass das dann in so einer beeindruckenden Form dann vonstatten ging, hat uns auch positiv überrascht. Und natürlich will man im Spiel immer alles geben. Und da hört man dann auch gerade bei einer Weltmeisterschaft nicht nach einem 3-0 irgendwo auf, Fußball zu spielen. Will noch mehr, dass dann noch so viele Tore geschossen wurden, umso schöner für uns damals. Ich glaube, für die Saudis war es nicht ganz so schön. Logisch auch weiß, obwohl, ich kann mich noch gut daran erinnern, die haben danach noch ein paar Fotos mit uns gemacht und war auch alles in Ordnung. Also, ich glaube, so eine Mannschaft mit all diesen Stars, die da waren, und der Oliver Kahn, der war der beste Spieler der WM 2002. Er war ein wesentlicher Grund für den Einzug Deutschlands ins Finale. War sein Fehler gegen Ronaldo für Sie schockierend im Finale oder? Sie haben das ja gerade richtig gesagt. Ich glaube, ohne Oliver Kahn wären wir gar nicht oder hätten wir gar nicht im Finale gestanden. Wären wir schon längst zu Hause gewesen, wahrscheinlich im Urlaub schon gewesen. Und das war auch jetzt nicht das große Problem oder ich fand es sowieso nicht als großen Fehler. Problematisch war eigentlich nur, dass der Oliver Kahn, wo wir vorher schlecht gespielt haben, überragend gehalten haben. Und wir in dem Finale unser bestes Spiel eigentlich fußballerisch gemacht haben und leider verloren haben. Und das war eigentlich das Ärgerliche an diesem Finale, wo wir gegen eine brasilianische Nationalmannschaft gespielt haben, die da damals hochgespickte Spieler in ihren Reihen hatten. Ronaldo, Ronaldinho, Lucio war dabei, Roberto Carlos, etc. Noch viele andere, wo wir wirklich dagegen gehalten haben und Paroli geboten haben. Und war halt ärgerlich, dass wir dann verloren hatten. Ja, also ich glaube, die ganzen Namen, die Sie da gesagt haben, und Oliver Kahn und alle, aber sehr wenige Spieler waren bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft Mannschaftskapitän. Können Sie was wissen, beschreiben, wie das Gefühl war für Sie? Ja, das Gefühl an sich kann man natürlich nicht so in Worte ausdrücken. Natürlich ist das ein Moment, den man nie vergessen wird. Logischerweise, wann findet eine Weltmeisterschaft im eigenen Land statt? Selten. Dann darf man daran teilnehmen als Fußballer, was natürlich für einen Fußballer immer das Größte ist. Und dann auch als Kapitän aufzulaufen. Ja, das ist ein Eindruck, den man nie in seinem Leben, ich persönlich nie vergessen werde, und der mir immer in guter Erinnerung bleibt, war natürlich ein sensationelles Erlebnis, Kapitän zu sein bei einem Eröffnungsspiel. Ich glaube, so Pi mal Daumen, 1,5 Milliarden, 2 Milliarden Leute auf der Welt haben da zugeschaut und ich durfte die deutsche Nationalmannschaft aufs Feld führen. Zum Glück haben wir dann auch gegen Costa Rica noch 4-2 gewonnen. Ja. Hat es dann letztendlich perfekt gemacht. Also Deutschland, Sie haben das gesagt, es gucken so viele Leute zu. Ich glaube, alle Deutsche wollen immer, dass Deutschland alles machen kann, was die können. Und mit den Namen, die wir schon gesagt haben, wir wollen nur fragen, Deutschland hatte fast nie einen prominenten Star, der sich von seinen Kollegen mit hervorhob. Wir haben das 2002 und 2006 gesehen und sogar bei der Krönung 2014. Wie können Sie das so erklären? Ja, ich glaube, das wird auch in den Nachwuchsmannschaften schon so gelebt, dass man als Mannschaft auftritt, zusammen gewinnt, auch zusammen verliert. Da gehören Höhen und Tiefen dazu und da zählt halt auch letztendlich jeder einzelne Spieler dazu. Und das hat, glaube ich, meiner Meinung oder wird es auch dieses Jahr wieder, glaube ich, bei der WM in Katar auszeichnen, dass wir als Mannschaft immer geschlossen auftreten und Teamgeist bilden, darüber natürlich mit der Leidenschaft, mit der Mentalität, mit der Einsatzbereitschaft, was Deutsche immer ausgezeichnet hatten. Trotz alledem der Unterschied ist zu meiner damaligen Zeit, dass Deutschland jetzt technisch und taktisch individuell
viel besser geworden ist, als zu meiner Zeit war. Und da auch viele richtig, richtig starke Spieler in ihren Reihen haben. Klar kann man das nicht vergleichen jetzt mit dem Ronaldo, Messi, Neymar, ne, die dann die Stars in ihren eigenen sind. Trotz alledem ist es ähnlich. Vielleicht ist das auch, fällt mir gerade auf, wenn ich das so erzähle, europäisch, weil Frankreich hat auch nicht den absoluten Superstar. Da haben die auch Weltklasse-Spieler in ihren Reihen, die Spiele allein entscheiden können. Jetzt gerade ist Mbappé logischerweise, als wenn ich das jetzt vergleichen kann mit den Südamerikanern, die immer so einzelne 1, 2 Top-Spieler hatten.